Anton Tobias hatte nie viel im Kopf. Hast du denn nicht irgendeine Art von Ziel? Mein Traum vom Leben wäre es, den ganzen Tag in der Kiste zu verbringen, Lotte zu gucken und irgendein heißer Käferbrinke was zu futtern und zu rauchen. Und er hatte immer alle Hände voll zu tun. Bisher wurden 4 Leichen entdeckt und der Killer befindet sich noch immer auf freiem Fuß. Bis eine von ihnen... Was passiert hier mit mir? ...ihren eigenen Willen bekam. Ich habe meine Hand nicht mehr unter Kontrolle. Ich mache dauernd Dinge, die ich gar nicht tun will. Bist du nicht schon ein bisschen zu alt für Klingelstreiche? Tut mir leid, das mit dem Busch. Nun. Ich rufe einfach die Bullen an. Wie ist die Nummer noch gleich? Ich bin doch kein Killer. Schön. Will seine Hand nicht aufhören. Ich will dir gar nichts tun. Dann lass es. Oh, das ist ja krass. Wollen seine Freunde nicht sterben? Ihr seid tot. Untot, genau genommen. Es gab da ein helles Licht am Ende eines langen Tunnels. Was ist dann passiert? Wir haben uns gesagt, scheiß drauf, Mann. Das ist zu weit. Und es gibt nur eins, um die Hand zu stoppen. Stopp! Beschäftigung. Keine Bewegung, weg mit den Stricknadeln! Ist wahrscheinlich keine gute Idee. Weg damit! Hier mit den Handschellen! Schmeiß die Stricknadeln weg! Handschellen, Handschellen! Columbia Pictures präsentiert... Die Polizei tappt im Dunkeln und der Mörder treibt weiter sein Unwesen. Du schreist wie eine Tunte. Die Komödie, die Horrorfilme... Vorsicht, er sitzt noch etwas wackelig. Das geht mir langsam echt auf die Nerven. Das Fürchten lehrt. Oh, sieh mich an, ich bin Leatherface! Oh? Was soll die Scheiße, Mann? Das ist mein Dad! Hör auf damit! Das ist Herzmassage, Mann! Das kenne ich von Baywatch! Die Killerhand. Die berührende Geschichte von einem Jungen und seiner Hand. Wie wild du bist. For a white guy.